Wir brauchen nämlich dafür Schrauben, ne? Ich glaube, wir brauchen jeweils immer zwei Schrauben, ne? Kann das sein? Ich glaube. Bin mir nicht sicher. So, die Getränkekiste füllt sich langsam auch auf. Ja, wie machen wir das denn? Das packe ich erstmal raus. Dann, überall der Hammer. Der Hammer in the morning. Deconstruct. Danke, danke, danke. Deconstruct. Dann. Nein! Ich bin so ein Otto. Ich wollte T drücken und jetzt... Ah, ernsthaft. Hab jetzt das Regal verscheuert. Das ist ganz toll. Warte. Oh. Crafting Book. Ja. Große Kiste, große Kiste. T ist Exceed. Vielleicht soll ich auch vorher mal lesen, was da alles steht. So, wir brauchen zwei Schrauben. Und hier unten brauchen wir auch nochmal zwei Schrauben. Warte mal, wir haben doch noch Barren, ne? Haben wir doch noch auf Tash. Natürlich. Wir haben doch noch zwei Barren. Das heißt, wir können doch nochmal zwei Schrauben herstellen. Haben wir dann eigentlich... Haben wir dann eigentlich alle geupgradet? Nee. Alle nicht, bis auf die hier, ne? Es sind noch vier Kisten, die wir noch upgraden müssen. Okay. Vier Kisten, die wir noch upgraden müssen. So, hier unten war Nahrung drin. Und hier oben war Wasser drin. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Das heißt also, Scrap Metal und die ganzen Kappes upgraden, das machen wir auch noch. Aber jetzt sammle ich nochmal ein bisschen. Scrap Metal und so. Ah, ist auch nochmal ein bisschen was. Und natürlich auch Getränke und Essen, weil jetzt können wir... Moment, halt, stopp. Hilfe! Das geht mir alles immer so schnell! Wow! Okay, den Spieler, glaube ich, geladen. Irgendwas wird kommen. Irgendwas wird passieren. Da unten versteckt sich Scrap Metal, genau wie hier oben auch. Ja, Zink nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob wir es voll hatten. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf gehabt, ob das voll war. Haben wir eigentlich Munition? Wir haben keine Munition mehr, falls... Oh, okay. Das Depot kommt. Ja, das Depot kommt. Heißt für uns, wir sollten zusehen, dass wir Munition kriegen. Wir sollten Munition herstellen. Hä, wieso ist die Musik jetzt weg? Die Musik ist auf einmal weg. Diese dramatische Musik. Hat die sich so gedacht, so... Ja, nö. Nö, nö. Mm-mm. Keine Lust heute. Weil die ist gerade kurz angefangen, aber jetzt kommt sie nicht mehr. So, ich hoffe, ich übersehe nichts. Oh, da hinten ist noch Trinken. Das würde ich gerne noch alles mitnehmen. Einfach, weil wir es können und weil wir jetzt auch den Vorrat dafür haben. Weil bevor wir da wieder stehen ohne... Da ist noch Essen. Oh, es... oh, guck mal an, wie gemein. Das Scrap Metal ich ja beinahe liegen gelassen. So, guck mal, die nächste Kiste voll. Ich werde bekloppt. Und die nächste fangen wir schon an. Jetzt wird's richtig gut. So, Zink ist auch bald voll. So, ich düse mal. Ne, die Musik ist irgendwie futsch. Könnte ein Bug sein, weiß ich nicht. Bin nicht sicher. Natürlich, Scrap Metal, geil. Cool. Ich freue mich. Ja, wir müssen, bevor wir die Kiste anfangen, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir die vier hier definitiv dann upgraden. Wir haben ja jetzt ein bisschen Scrap Metal. Da ist auch noch mal ein bisschen was.
So. Holz könnte man dann auch wieder mitnehmen, dass man einfach Holz aus der Umgebung nimmt und vielleicht nicht aus der Kiste, weil wir ja genug haben. Oh, Nahrung! Hey, was ist mit der Musik? Will die Musik nicht? War die... das Symphonieorchester hat Pause, glaube ich. Das Symphonieorchester denkt sich gerade so, ja, boah, nö. Wir haben auch mal eine Pause verdient. Ich wollte schon sagen, ist das Crabmetal? Das sah gerade so aus. Jetzt nehme ich wieder Holz mit, ne? Nicht wundern. Aber wenn wir, wie gesagt, Kisten gleich erstellen am Depot. Wir müssen ja auch gleich noch Munition erstellen, bevor wir jetzt da reinfahren. Ich würde gern 2 Kisten Munition herstellen. Oh, Kohle, sehe ich das richtig? Oh, leck mich fett. Leck mich fett, wie viel Kohle wir jetzt haben, ne? Kohle, 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 Kohle. Und da sehe ich noch Essen. Chemikalien können wir auch mitnehmen, ne? Brauchen wir ja. Für hier unser Dings. Unser, na sag mal schnell. Alter, wie viel Kohle wir haben. So gut. Für unser, na. Ich komme nicht drauf. Okay, 2. Zinkkiste voll. Na, für unsere Dings brauchen wir doch. Für unsere grünen Fläschchen, die wir dann brauchen. Für Schießpulver und so. Für Powder. Hä, was ist mit ihm? Ich würde gerne hier dran. So, ein bisschen vorfahren können wir noch. Ne, jetzt kommt eine ganz entspannte Musik. Warum auch immer. Ich glaube, es ist ein Bug. Ich glaube, der hat sich gerade ein bisschen... Oder ist es ein friedliches Depot? Was ich stark bezweifle. Chemikalie. Ich komme. Und natürlich Holz. Und Chemikalie. Und Holz. Ich darf jetzt nur nicht reinfahren, ne? Das ist mein Problem. Ich darf das jetzt nicht irgendwie vernachlässigen hier. Den Zug zu bedienen. So, das werden die letzten Ressourcen sein. Ja, danach kommt, glaube ich, nichts mehr. Ja, danach kommt nichts mehr. Das waren, glaube ich, die letzten Ressourcen hier am Weg. Da ist noch Zink, brauchen wir nicht. Haben wir voll. Kiste voll. Essen, trinken. Nehmen wir mit. Heißt für uns, Kisten füllen. So, ach, guck mal, ach, wie ich das feiere. So, das packen wir noch dahin. Sehr schön. Gut, dann lass mal grüne Flaschen herstellen. Machen wir mal 2 Stück. Guck mal, passt sogar. Brauchen wir nichts aus der Kiste nehmen. Sehr, sehr geil. Und... Heißt also, wir brauchen... Warte mal, wir brauchen, glaube ich, noch einen Barren, ne? War das nicht so, dass wir, glaube ich, 2 Barren brauchen? Einen stellen wir her. Und einen haben wir hier oben. Oh, er war gerade am Kotzen, ne? Ja. Sehr geil. Scrap Metal. Warte. Packe ich direkt hier unten rein. Wo war das? Da. Sehr geil. Die Kisten füllen sich. So, und jetzt müssen wir hier... Genau. 2-mal das Powder herstellen. Nein, würde ich niemals tun. Und dann stellen wir an der Workbench nämlich die Munition her, die wir brauchen. Ich würde auch... Oh, oh ja, natürlich. Ich würde auch tatsächlich nochmal
unsere Rüstung mitnehmen. Nur zur Vorsicht. Wo haben wir es denn? Nein. Ja. Nur zur Vorsicht, ne? Also, das heißt, das mache ich offen. Ach nee, ich bin so doof. Ich muss da erstmal die Munition herstellen. Das war doch noch gar nicht das Munitionspaket. So, bei Consumables und Armorbox. Zwei Stück hätte ich gerne. Dauert 30 Sekunden. Ich fahre nochmal ein Stück vor wegen Essen. Können wir nochmal gucken, ob hier nochmal irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben soweit alles mitgenommen. Ich mach mal die Musik. So, 9 Sekunden, das passt ja eigentlich mit der Ammo-Box. Da können wir ja eigentlich ganz entspannt das aufnehmen. So. Use. Und Use. Ah, nicht viel, ne, eigentlich, wenn man so überlegt. Oh, warte mal, die Waffe wollten wir doch. Moment. Wollten wir die Waffe nicht reparieren? Oh, ja. Können wir die nochmal reparieren? 100, ah, ist schon. Okay, nice. Haben wir denn jetzt mehr Schuss? Oh, warte mal. Liegt noch da, ne? Ja, jetzt haben wir wieder 21. Okay, also werden die Schüsse dann weniger auch. Oha. Ja, Freunde. Ich würde sagen, let's go. Rein in die Olga. Olga, Volga. Olga, Volga. Olga, Volga, I'm coming. Let's go, Olga. Olga, Wacholder. Wacholder, Wacholder. Wacholder, Wacholder. Oh, oh. Oh, oh. Ich höre sie schon. Ich höre schon die dramatische Musik. Was ist das denn? Ich habe Angst, dass sie drüben sind. Ich will auf jeden Fall... Wieso kam die dramatische Musik? Hier sind doch bestimmt welche, oder? Oh, die Hantelbank. Oh, erstmal abtrainieren. So, Inventory full ist nicht schlimm. Wieso sehe ich keinen? Das macht mir Sorgen. Was? Ist hier keiner? Hä, das wundert mich aber. Wieso ist hier keiner? Was ist das da? Feindse Artefakt? Ja, machen wir gleich. Okay, wir haben eine neue Aufgabe. Das Artefakt finden. Gut, dann würde ich sagen, dann looten wir jetzt erstmal hier. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Ich lasse die Waffe trotzdem mal ausgerüstet, vorsichtshalber. So, dann gehen wir erstmal hier lang. Und gucken erstmal, dass wir hier alles mitnehmen. Ich würde jetzt unten gucken. Scrap Metal, geil. Wir haben so viel Scrap Metal. Okay. Das ist die andere Seite. Dann bleibe ich erstmal hier. Ich dachte, vielleicht geht es hier noch weiter runter. Okay. So, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, kleinen Moment. Ich muss mal eben, oh, ich muss mal eben für kleine Jungs, ich halte das sonst nicht mehr aus. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. So, willkommen zurück. War das göttlich. Puh, großartig. So, erstmal aufs Klüchen gewesen. Ah, oh, das war eine Wohltat. Mein Gott, ich musste echt ganz dringend. So, pass auf. Wir sind hier. Da haben wir schon gelootet. Wunder, ey, friedliche Station. Ich hab's gesagt und tatsächlich ist es so. Krass. So, dann gehen wir erstmal hier gucken. Sind hier noch irgendwelche... Nein. Okay. Wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal auf der Seite. Gucken erstmal, dass hier alles durchgucken. Ja, ja. Okay, wir müssen das Ding benutzen. Das machen wir aber gleich alles. Wie gesagt, ich möchte erstmal ganz in Ruhe die Station erstmal erkunden wieder. So.
Das heißt, drüben sind wir fertig. Okay, hier können wir die Kiste öffnen. Das können wir auch direkt machen gleich. Wir haben mal ein bisschen Platz im Inventar. Ich glaube, hier ist auch niemand, auch wenn die Musik am Anfang so, ja, actionreich war. Was sind für Nischen? Okay. Ah, mich juckt's. Warte mal. Ah. So. Achso, ich muss die Kiste in die Hand nehmen, ne? Dafür. Das machen wir gleich. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu erkunden. Das ist Munition. Sehr nice. Mann, dafür habe ich meine... Dafür habe ich Munition gemacht und alles. Ja, gut. Besser haben, ne? Nice to have. Als wie nachher zu stehen und dann, ne? Du weißt. Im Prinzip kriegt man ja hier Munition. So ist es ja nicht, ne? Also wir hätten jetzt nicht unbedingt was bauen müssen, aber dann musst du erst wieder zu den Kisten laufen und... Du weißt, wie es ist. Ne? So. Wir kriegen hier eine Menge Stuff. Da freue ich mich. Gleich auf die Kiste. Freue ich mich auch. Denn in der Kiste ist ja auch noch mehr Stuff. So, hier haben wir alles. Kontrollpunkt-Depot. So, da haben wir schon gelootet. Das war die eine. So, das heißt, hier unten sind wir soweit durch. Sehr geil. Das sind nur Munitionskissen. Okay, dann haben wir alles. Geil. Feier ich. Ich sortiere mal eben ein. Und vielleicht, aber auch vielleicht, können wir mal gucken, ob wir vielleicht was Schönes bauen können. Danke für Wut. So, warte mal. Ja, Chemikalien war voll. Scrap Metal. Feier ich. Oh, Scrap Metal voll. Wir müssen die Kisten umbauen. Unbedingt. Oh, Fett. Oh, Fettfetz. 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 Geil, Fettfetz. Nice. Das heißt, ich kann die Rüstung ja eigentlich im Prinzip wegpacken. Brauchen wir gerade nicht. Wir haben wieder Token. Die werden wir gleich ausgeben. Die werden wir definitiv gleich ausgeben. Ich würde aber erstmal gerne, die Chest ausrüsten. Und mit der Chest einmal placen. Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Holy Chest, Alter. Holy Chest. Geil. Na gut, das Holz jetzt hier sparen können. Genau wie das, genau wie die Chemikalie. Aber hey, immerhin. Was, Inventory full? Alter, leck mich fett. Wir haben so viel Scrap Metal, ne? Wer weiß, was wir alles bauen können damit. Unsere Kisten werden voll. Dann müssen wir die erstmal voll machen. Bleibt nichts anderes übrig. Alter, Holz. Ich weiß nicht, was wir mit dem ganzen Holz machen sollen. Ich hätte damals, wo wir das angefangen haben, das Game, niemals gedacht, dass wir so viel Holz bekommen. Also wirklich so viel. Chemikalie, ja. Sollen wir im Labor hier die Dinger herstellen? Komm, weil wir gerade so viel haben. Nein, wieder Holz. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade aussortiert. Mann, ich will einen Rucksack haben, größeren. Mann, das gibt's doch nicht. Okay, mit dem Scrap Metal können wir auf jeden Fall einiges noch herstellen. Das ist sehr schön. So, wir haben das gemacht. Als nächstes würde ich sagen, machen wir Slotter spielen. Oh ja, wir spielen... Oh nein, bei Slotter kriegen wir auch wieder Stuff, ne? Oh. Was können wir denn... Können wir irgendwas bauen, was wir... Oder setze ich nochmal im... Hier. Take. Change. Nein. Change. So, da ein bisschen was rein. Change. Hier ein bisschen was rein. Und dann haben wir auch schon mal wieder ein bisschen weniger. Das ist schon mal sehr gut. So. Labor kann auch nochmal was rein. Take. Change. Ja, oh Gott sei Dank, jetzt sind wir ein bisschen besser. Gut, das grüne Zeug, muss ich mal gucken. Haben wir da hinten irgendwo noch Platz frei dafür? Wehe, du gibst mir Holz. Nee, Gott sei Dank. Hier, das können wir hierbei packen. Ja? Na? Hä, was ist denn jetzt? Achso. Ja, so ist richtig. So. Scrap Metal packen wir in die kleine Kiste rein, was ich eigentlich erst nicht wollte. Ah, die ist jetzt auch schon voll. Leck mich am Arsch. Wir haben fast alle Kisten voller Scrap Metal, ne? Ja, bis auf die hier, wo hier nur der eine, die vier Barren drin sind. Aber gut, aber im Prinzip sind die hier oben voll. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7,5 Kisten haben wir voll mit Scrap Metal. Alter Schwede.
Damit können wir einiges bauen. So, lass mal gucken. Ah nee, Moment, ich wollte die Token holen, ne? Da liegt schon wieder Holz. Hau ab. Das will ich nicht. Geh mal eben schnell die Token holen. Wehe. Wieso? Wieso? Warum? 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 Hasse dich. Gut, dann lass mal ein bisschen Slotter spielen. Ich würde erstmal Slotter spielen. Eine Prophezeiung. Sensorblockade. Chance of Entering Sensor Mine 15%. Wie kann ich die denn nutzen? Kann man die irgendwie nutzen? Hey, ein Token! LOL! Gemein! Ja, Seed! T-Seed! Cool! Geil! Munition, haben wir genug von. Was ist das? Weapon-Modul. Okay. Not enough Token. Oh, wir haben alles ausgegeben. Oh, geil, Seeds. Oh ja, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh ja, die können wir direkt anbauen. Ja. Oh, Teeleaf. Sehr geil. Alter, das dauert. Holy shit. Alter Schwede, das dauert aber. Leck mich fett. Das dauert aber. Hätte ich jetzt mal... Okay. Das gucken wir uns jetzt an. 4 Folgen gucken wir uns das jetzt nur an, wie das hier gedeiht und wächst. ich weiß nicht, die Prophezeiung, wie man die nutzt. Wie nutzt man denn bitte diese Prophezeiung? Davon haben wir ja schon so